Hallo! Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen die Musik mit Christine Löhr und heute wollen wir in den Wald gehen. Vielleicht sehen wir noch eine kleine Elfe und wir steigen auf jeden Fall auf einen Baum rauf und wir fliegen wie die Vögel. Also, ich wünsche uns viel Spaß und wir beginnen zuerst mit unserem Begrüßungslied Hallo. Okay. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid, schön euch zu sehen. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid, schön euch zu sehen. Jetzt geht es los, wir fangen an. Da tanzt gleich jeder Teddy, oh, und jeder Hampelmann. Wir fangen an, jetzt geht es los. Gleich tanzt in jeder Suppe, jeder Kloß. Wir schauen uns in die Augen und machen uns bekannt. Hallo, wir sind die Musiker. Und wir klatschen in die Hand. Ja, schön, wunderbar. Und jetzt gehen wir in den Wald. Und in dem wunderschönen Lied ist, tada, mein Körbchen mit den schönen Instrumenten, ein Specht. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch eure Klangstäbe holen oder die Kochlöffel von Mama. Und dann habt ihr Spechtinstrumente. Und vielleicht, wenn ihr das auch alles gar nicht findet, geht ihr einfach erstmal raus in den Garten und sucht euch da ein paar Stöcker. Genau, und dann könnt ihr auch den Specht hören. Super. Wenn wir in den Wald gehen, treffen wir nicht nur den Specht, sondern auch den Igel. Und da können wir Rasseln für benutzen. Vielleicht habt ihr euch selber eine gebaut. Kann ja sein. Und wenn nicht, habt ihr vielleicht welche in eurem Musikkistchen. Und wenn der Specht und der Igel da war, dann kommen auch noch die Mücken. Und entweder ist eure Mama oder euer Papa mit dabei und die pieken euch schön und kitzeln euch, wenn der große Mückenschwarm kommt. Oder ihr nehmt eure wunderschöne Triangel und schlagt die an. Schön, ne? Die vielen Mücken, die uns im Sommer begleiten. Und ihr habt recht, es kommt auch noch eine wunderschöne Elfe herbei. Da könnt ihr mal gucken, was ihr noch für schöne Lieblingstücher habt. Die Mädels haben bestimmt welche und die Jungs können sich mal welche holen. Vielleicht auch von Papa einen coolen Schal oder so, ne? Die Elfen sind ja ganz unterschiedlich. Super. So, dann baut ihr euch alles schön voreinander auf. Genau. Und wenn ihr noch nicht alles zusammen habt, dann macht ihr kurz auf Pause, holt euch all die Sachen. Mama oder Papa können euch helfen. Dann baut ihr alles auf. Also ihr braucht Specht, Igel, Mücke, Elfe. Und dann geht's los. Also, dann setzen wir uns hin. Du kannst dich in den Schneidersitz setzen und dann geht's los. Im Wald, da ist was los. Zwischen Bäumen, Gras und Moos, da geht's lebendig zu. Oh, und ab und zu ist Ruh. Es klopft ein Specht und alle Spechte klopfen. Es schallt im ganzen Wald. Tock, 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 tock. Im Wald,
Da ist was los zwischen Bäumen, Gras und Moos. Da geht's lebendig zu und ab und zu ist Ruh. Es raschelt ein Igel und alle Igel rascheln. Es schallt im ganzen Wald. Rischel, raschel, rischel, raschel, rischel, raschel. Im Wald, da ist was los zwischen Bäumen, Gras und Moos. Da geht's lebendig zu und ab und zu ist Ruh. Es piekt eine Mücke und alle Mücken pieken. Es schallt im ganzen Wald. Piek, 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 piek. Im Wald, da ist was los zwischen Bäumen, Gras und Moos. Da geht's lebendig zu und ab und zu ist Ruh. Es singt eine Elfe, la 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 la. Und alle Elfen singen, la 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 la. Es schallt im ganzen Wald, la 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 la. Ja, gut, super, genau so geht das Lied. Und wenn ihr mit Mama und Papa bald in den Wald geht, dann könnt ihr das alle zusammen singen. Schön. So, und jetzt? Habe ich euch versprochen, steigen wir auf den Baum. Also, Ärmel hochgekrempelt, in die Hände gespuckt. So, das hier ist unser schöner Baum. Wir benutzen Zeigefinger und Mittelfinger und dann steigen wir hier unseren Baumstamm hoch hinauf. Steigt ein Büblein auf den Baum. Hei, so hoch, man sieht es kaum. Hüpft von Ast zu Ästchen, hüpft ins Vogelnestchen. Hei, da lacht es, hei, da kracht es, plumps, da liegt es unten. Oh weh. Also, wenn ihr auf den Baum steigt, dann passt ihr gut auf euch auf und seid ganz vorsichtig. Ja, jetzt sind wir im Baum. Und jetzt, wenn wir schon hoch oben auf dem Baum sind, dann können wir uns vorstellen, dass wir wunderschöne Vögel sind. Und dann könnt ihr eure Tücher nehmen, schaut, und dann können wir mit den Tüchern hoch über die Baumkronen fliegen. Und ich habe eine schöne Musik mitgebracht. Und die ist manchmal ganz leise. Da könnt ihr dann darauf achten, wenn die Musik leise ist, dann fliegen die Vögel schön langsam und gemächlich über den Baumkronen hin und her. Und wenn die Musik lauter wird, dann fliegen die Vögel und sausen vorbei und ganz hoch und ganz tief und ganz schnell. Da könnt ihr mal ausprobieren, wie euer Vogel heute fliegen mag. Okay, und jetzt beginnt's. Achtung!
dann kommt das Vögelchen langsam wieder zurück auf seinen Ast und schaut noch mal runter. Na, wer läuft denn da durch den Wald? Die kenne ich doch. Schön, dass sie wiederkommen und mich besuchen kommen. Und da sehe ich ja schon jemanden, der will auf den Baum klettern. Na, das ist ja schön. Ja, und das war heute unser kleiner Ausflug in den Wald. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ihr könnt ja mal vor, auf dem Spielplatz auch spielen und da von den Gerüsten fliegen oder spielen, dass ganz weit oben das Vogelnest ist. Und dann könnt ihr richtig eine Sause machen. Manche verkleiden sich als Elfen. Ja, das wird richtig spaßig. Also, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Bleibt gesund und munter. Und auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch ist wunderschön. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Nun ist es Zeit, 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 Zeit zum Spielen zu gehen.